Ah, Emmentaler. Ah, genau jetzt, wo ich bei Emmentaler bin. Der Emmentaler. So, was habe ich eigentlich von meinem Chef zu Weihnachten bekommen? Ich nehm mal die Quest an, ne? Und lese das noch eben. Hier. Wow, Schokolade. Schoki. Toll. Also Partner, wollen wir los? Die Pflicht ruft. Ach, ich habe mich schon gar nicht richtig bei dir vorgestellt. Ich bin Emmentaler, der zweitälteste Sohn im Hause der Fortorn. Die Betonung liegt auf zweitältest. Neben Edamer. Neben Alpenkäse. Mein Bruder wird die Ehre haben, eines Tages den Titel unseres Vaters zu übernehmen und die Geschäfte des Hauses fortzuführen. Ja, mein Bruder. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie stehe ich im Ruf, mich auf seinen Errungenschaften auszuruhen und selber nichts zum Wohlergehen des Hauses beizutragen. Aber das wird sich ja jetzt ändern, da du mir zur Seite gestellt wurdest. Was soll mit einem Alleskönner mit dir denn schon noch schiefgehen? Ich wette, du erledigst die mir aufgelegten Aufgaben in Hand umdrehen. Du solltest dich freuen. Der Papst hat uns nämlich aufgetragen, den Helenar zu helfen. Sie wachen über das abalatische Wolkenmeer. Das sind alles Namen hier, schrecklich. In letzter Zeit laufen die Dinge für sie nicht so gut, aber unsere Familien sind so gut befreundet. Die Anführerin des Regiments des Hauses Helena im Wolkenmeer ist, ach, wenn ich nur an sie denke, wird mir schon ganz anders. Unser Ziel im Wolkenmeer heißt Camp Wolkengipfel. Ein Luftschiff wird uns dorthin bringen, also auf zum Landeplatz. Okay, das machen wir dann, nachdem wir das Dungeon gemacht haben. Was wollt's machen? Ich würde sagen, zuerst machen wir... Ja, geil, kann ich nicht. Was? Ich muss einmal aus Dings raus. New Game Plus. Pausieren, ja. Bekomme ich jetzt nochmal? So, was wollt ihr machen? Warte. Ich suche gerade, wie ich in die Zugfalls-Ding reinkomme. Zufallsspielinhalte. Wir waren da P. EP. Habe ich die ganzen. Okay. Ja, Stufensteigerung, eine Prüfung. Ich würde mal eine Prüfung machen, ne? Okay. Kein Inhalt aus, was? Okay. Weil die geht relativ schnell und dann können wir noch Stufensteigerung und 50, 60, 70er Dungeon machen. Alliance Raid dauert halt wieder relativ lang. Weiß nicht, ist das sinnvoll, meinst du? Keine Ahnung. Muss nicht sein. Oh Gott, Jesus, das hätten wir dir jetzt nicht schon in letzter Zeit genug gehabt. Shiva, da läuft's mir eiskalt den Rücken runter. Ha! Ja, was? Was ist jetzt los, Alter? Götterdämmerung, oh ja. Was, Götterdämmerung? Ja, natürlich, das ja. Ist... Oder kann das auch im richtigen Hard-Mod kommen? Nein, nur das ja, eben. Zweithöchste so gesehen, also die Dämmung. Echt jetzt? Denke ja. Ich mir, ja. Langweilig. Ich habe so viele Fähigkeiten. Nur Shadow bleibt stehen. Ja. Ich dachte, in der Mitte bist du da safe. Das sah irgendwie so aus. Nee, überhaupt nicht. Ja, habe ich jetzt auch bemerkt. Bleib da, Mongo. Hey. Na, nicht du. Nee. Ich meine, ein bisschen aufpassen. Ich darf nicht mal die Ads beschimpfen? Nein. Du darfst keine eventuellen Minderheiten beschimpfen. In irgendeiner Art und Weise. Was sind Minderheiten? Du. Wow! Ups. Bist du sicher, dass du als Heilarbeiter spielen willst? Ja. Ah, das ist jetzt vielleicht ungünstig. Steht dir der Jogoni ja besser. Ha! Ja. Ja, wir haben jetzt schon so oft dieses Ding auf Unsynced gemacht, dass ich nicht mehr dran gewöhnt bin. Ja, jetzt ist es gewohnt einfach. Ja, jetzt bleibe ich einfach stehen.
Ich denke mir so, ja, das macht das 20% Schaden und das ist mir egal, ne? Und hast du dich jetzt entschieden, zu was für einer Rasse du wechseln willst? Zu gar keiner. Warum sollte ich wechseln? Ich? Ja, der Mensch ist so Standard. Ja, genau deswegen. Will langweilig sein. Ist ja so Standard, Alter. Ja, Mensch ist viel zu Standard in dieser Welt. Ich verstehe das nicht, wo muss man da hingehen? Einfach im Kreis rennen. Du musst dahin gehen, du musst aufpassen, was zuerst gekommen ist. Und dann genau. Weg davon, und wenn das weg ist, dann rennt einfach auf. Ach so, okay. Okay, verstehe. Bist du sicher, dass du raiden willst? Ja, ja. Ja, wenn mir wirklich jemand den Boss erklärt, ja, oder ich gelesen habe, was der macht, dann ist das kein Problem. Aber wenn ich einfach so on the fly entscheiden muss, was ich jetzt mache. Ist ja eh selbst erklärt. Nein, ich weiß nicht. Finde nicht so, teilweise. Na, das kennt man halt, weil das so typische Final Fantasy 14 Dings, ne? Fällt mir das Wort nicht ein. The fuck. Bosse? Zufallsinhalte? Na. Wurstsemmeln? Na, Schokolade. Ah, Schokolade ist immer gut. Easy Mode für jeden Boss, nicht sterben ganz. Ah! Ah, dass mir das nicht eingefallen ist! Nicht sterben! Ah! Du bist MVP. The fuck? Bester Mann. Was ist denn das jetzt für ein Dungeon? Kenn ich das? Ach so. Hä? Nee, wo sind wir? Oh Gott! Wo sind wir? Oh! Meine Teekanne ist mir gerade während den Einschenken nicht, ne? Auseinandergefallen. Schneekleid. Schneekleid, okay. Mal, mein Emote geht noch nicht, oder? Ach, dammit. Twitch lässt sich da so lange Zeit. Ich meine, ich habe da einfach einen Hamsterpick hochgeladen. Ne? Warum könnt ihr denn das nicht einfach freischalten? Das ist jetzt nichts. Was man verstecken müsste. Oder was man, wo man großartig drüber nachdenken müsste, ob man das jetzt freischalten soll oder nicht. Kann ich da jetzt einfach durch? Na, dachte ich mir. Heil mich lieber. Ich muss da hinten stehen bleiben, da war ein Kristall. Der sah schön aus. Dann heile ich mich selber. Nee, weiß dich nicht. So. So machen wir das. Ewige AOE Stunts. Was ist eigentlich mit diesem Maschinisten? Macht der Schaden auch mal, oder? Also, du bist doch. Willst du mich verarschen? Mewtwo. Nee. Wie ist der Maschinist so? Stark. Und wie ist er wirklich? Stark. Gute andere Sache. Gut, das ist aber schon länger her. Er ist Shin. Mit Dancer jetzt einer der Stärkeren. So? Shin, wenn ich was an Dancer dem mag... Dancer, den Stärkeren? Ja. Wenn ich was an dem mag, dann ist es deine Liebe zum Detail. Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja. Ach, der kommt ja erst rein. Weil also er so eine unglaublich oberflächliche Antwort... Wieso? Gut. Ja. Okay. Danke. Dancer ist der zweitschwächste DPS, sagt offline. Spielst du den aber falsch offline. Oh, jetzt kommen die Grundsatzdiskussionen wieder hier. Welcher DD ist der beste DD? Also der stärkste DD ist der Tank. Das ist der Sinn des Lebens. Also der stärkste DD ist auf jeden Fall der Demon Hunter. Der Black Mage. Der Demon Hunter, genau. Macht mal wer das Tor auf? Nee. Nö. Hat jemand den Schlüssel? Ah, jetzt. Mit goldenen Locks auf Final Fantasy Locks. Oh mein Gott. Ja, jetzt fangen die... Ja, danach kannst du doch nicht gehen. Da schreibt jeder ein Noob was rein. Und wie kommst du dann drauf, dass der Maschinist und na, Dancer die stärksten sind? Also stärksten halt meistens der Base haben. Weil ich, weil man ganz einfach durch einen DPS-Check das sehen kann. Ja gut, das kannst du ja auch nicht vergleichen. Doch. Weil du wirst wenn nie du auf 80 so bist, 80 voll equipped, also komplette 470er Equipment, kannst du es durchsehen.
Ja, du redest jetzt davon, wenn ich jetzt vor so einer Puppe stehe und einfach Vollgas Damage reinhaue. Auf einer 80er Puppe, ja. Ja, ja, ist klar. Nur halt, dass das in einem echten Kampf nie so sein wird. Ja, DPS-Damage sind kein guter Benchmark. Also von WoW-Logik ausgesprochen. Wie gesagt, ich rede nicht aus meiner Erfahrung, ich rede nur davon, das, was mir mitgeteilt wurde. Ne, das Ding ist halt, also ich kann jetzt nur aus WoW-Erfahrung sprechen, ne? Aber wenn du jetzt einen mega krassen DPS hast, der halt aber permanent stillstehen muss, dann wird er in einem echten Kampf nie dieselben DPS-Werte erreichen wie an einem Dummy. Das ist das Problem. Naja, das weiß ich ja selber. Das finde ich ein Black Mage einen großen Nachteil, oder? Der Black Mage hat einfach nur lange Cast-Zeiten ansonsten. Ja, aber das ist halt schon. Da, ich mag den nicht zocken, weil er einfach. Weil Final Fantasy 14 ist einfach extrem Movement. Ja, dann ist es halt so offline, aber. Also zumindest, wenn ich das. Also. So vom AOE-Damage her ist der Dancer am stärksten, das weiß ich. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Im Solo, Einzelschaden ist er recht niedrig tatsächlich. Aber AOE ist halt seine Stärke. Oh, Johnny ist da. Na Jungs, was machen die Catgirls? Die Catgirls, die sind nicht am Start. Haben wir eine Catgirl? Da doch, da haben wir eine Catgirl. Nein, das ist keine Catgirl. Was ist das? Was bist du? Die ist eine Aura, glaube ich. Ah ja, das kann sein. Ja, ist eine Aura. Dann scheiß auf das Spiel und spiel was mit Catgirls. Was ist los? Typisch Johnny. Was hat er jetzt auf einmal die ganze Zeit mit den Catgirls? Catgirls sind super. Ich glaube, er will, dass du deine Rasse änderst. Das glaube ich auch. Was? OMG? Was? Was ist los? An was Wichtiges erinnert. Du hast mich gerade an was Wichtiges... Was denn? Catgirl? Was? Ja gut, Mark kann ich jetzt gerade nicht aufmachen, den Link, ne? Ich bin da gerade übelst beschäftigt in dem Dungeon. Ja, der heilt mich überhaupt nicht, Typ. Ja, hast du die Heilung verdient? Ja, schon. Nee, du bist ja auch einfach agro. Okay, was beim nächsten. Du bist nicht gesappt, du hast keinen Heil verdient. Ja, wie? Aufmachen kann, ja sicher kann ich es aufmachen, aber... Warte. Aber ich meine, dass der Maschinist einer der stärksten DPS ist. Ach Gott, Banane, was ist los? Zuerst kommt der Black Mage, dann der Samurai und dann meine ich sogar der Maschinist. Samurai, echt? Ja. Toll, das ist einfach fast komplett Menü. Falsch. Zeit für ein MPL4, jo. Ich müsste generell ein bisschen mehr am Stream so arbeiten, aber ich habe so wenig Zeit und wenn ich mal Zeit habe, streame ich halt lieber, als dass ich da jetzt irgendwie neue Commands und Gifs einbaue, weißt du? Das ist gerade so mein Problem. Beziehungsweise war schon genug Aufwand, den Greenscreen da letztes Mal einzurichten. Und das ist ja im Prinzip auch noch nicht fertig, weil ich jetzt am Freitag oder am Samstag die Studiobeleuchtung quasi geliefert bekomme. Und das muss ich dann nochmal einstellen, aber dann sieht es dann halt dafür auch besser aus. Wofür hast du Bedienstete? Habe ich nicht. Wie kommst du darauf, dass ich Bedienstete habe? Ich hätte gern welche. Ja, hat er sich nicht verdient? Oh, da sollten wir raus. Eventuell. Läuft manchmal im Hintergrund. Ey. Läuft manchmal im Hintergrund. Das ist... Lol, wer killt da die Springs? Das ist der Grund, wieso du Single bist, Johnny. Nee, sagt er. Wieso nicht? Zu fett. Könnte auch ein Grund sein. Hä? Da bin ich doch jetzt gar nicht...
Stop doing that! Was we denn? Need those balls! Was macht der Mongo? Ja. Okay, das stimmt nicht, dass man einfach draufhauen muss. Man muss die Richtung wählen. Wirklich? Okay. Ja. Hä? Wo muss man was Richtiges wählen? Bei den Schneebällen. Wenn du die Schneebälle wirfst. Nein, du musst einfach nur einen Schneeball nehmen. Welcher Schneeball ist egal. Hauptsache, ja, das ist eher schon, aber ich meine die Richtung, in welche du hinschlägst. Ja, dann denke ich mal. Was hab ich gemeint? Ja, wir bekommen lauter falsche Infos hier, das ist ja Wahnsinn! Sabotage! Was als Fernkämpfer sicher nicht. Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Warum? Was? Wer? Die zwei Schnelle. Dieser Summoner, ich weiß nicht, was der macht. Bäm, ja genau, und den anderen auch gleich. Schade. Ja gut, bitte. Dann ist aus. Ja, ja. Außerdem, wer einen dummen Kommentar nicht kontern kann, passt eh nicht zu mir. Hau die Bälle, die machen starken Schaden. Wulfric! Ah, bist du auch wieder dabei? Grüß dich, servus, wie geht's dir? Wulfric? Ja, Wulfric. Der war schon mal im Stream. Er ist auch im Discord. Ja, du kennst das nicht, weil du nicht oft genug dabei bist, mein Freund. Das ist das Problem. Ich glaube, dass ich arbeiten muss. Ja. Also, es sei dir noch einmal verziehen, aber wenn das nochmal vorkommt, ne, dann... Okay. Ausnahmsweise. Get out of the way! Manchmal klingst du genauso, wie du aussiehst, weißt du das? Ja, da kennst du mich ja nicht einmal. Was? Natürlich kenne ich dich. Der stärkste DD ist Summoner, Samurai, Monk, Dragoon, Ninja, Black Mage, Maschinist, Red Mage, Dancer, Bade. Summoner? No fucking way! Summoner suckt richtig! Ich hab Summoner auf 80. Und das einzige, was bei ihm wirklich Schaden macht, ist der Bahamut-Strahl und der Phönix. Der Rest ja, schon, zackt aber er hat hart. Viele Dots, oder? Hat er nicht viele Dots? Ja, aber die Dots bringen auch nicht viel. Du kannst ja, du auch einen Baden spielen, der hat auch Dots. Schätzen. Summoner wurde mit 5.1 extrem gebufft, sagt er. Ja, aber der Maschinist genauso, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie du darauf kommst, dass der Maschinist so weit zurückliegt. Warum diskutieren wir jetzt eigentlich über sowas? Infos-Diskussionen. Jeder will recht haben. Blue größer alle anderen DPS, ja, siehst du, Aussage von Ryu. Das stimmt allerdings, Blue ist tatsächlich Blue ist der Stärkste, weil er einfach Skills hat, die kein anderer haben kann. Deswegen kann man ihn noch sehr vielen Sachen nicht zocken. Genau. Ja, er ist so wie One Punch Man, er ist vom Design her overpowered, absolut. Genau. Zahlen lügen. Ja, du brauchst ja größtenteils nur Doom und schon hast du den Dungeon halb erledigt. Ja, eben. Warum habe ich eigentlich Agro? Ja, Lino, der Tank ist scheiße. Ah. Ja. Es kommt davon, wenn kann man meinen Job kann ich auch nichts dafür, wenn der Maschinist absolut keinen Schaden macht. Dann wird mir halt so langweilig, weil ich ständig auf demselben Mob einkloppen muss. Tu mich auch. gegen Bosse nicht. Gegen Nicht-Bosse jo, bei Bossen nö. Naja, bei richtigen. Bei Sub-Bossen ist Blue Mage auch noch extrem OP mit Def, ne? Nur bei so richtigen Endbossen nicht. Shin? Anwesend. Fischergröße Blue. Kill die hier, bevor sie sich verwandeln. Autsch. Dir ist bewusst, dass ich runtergestuft bin, oder? Und ich alleine keinen Schaden mache. Natürlich! Ich dachte, Maschinist macht so viel Schaden. Ja, dachte ich auch. Der Maschinist macht auch Schaden, aber... Ja, jetzt auf einmal ich muss einmal da jetzt nicht... Oh Jesus, holy moly! Ihr müsst bedenken, meine Skills sind nicht aufgewertet, es sind die Standard-Skills. Das heißt, dementsprechend mache ich halt auch weniger Schaden. Suchst du eigentlich immer Ausreden? Ich suche keine Ausreden. Du musst nach den Skills gehen. Und die Anfangsskills vom Maschinisten zacken hart. Weil der größte Damage ist der Bohrer.
Damit machst du fast 20.000 Schaden. Macht auch Schaden, aber halt nicht viel. Ach, ihr könnt mich mal. Ich geh offline. Ich geh offline wegen offline. Immer auf den Jüngsten hier. Ja, ey. Total. Also das hat jetzt Johnny geschrieben, nicht offline. Ja, trotzdem. Credit. Immer auf den Jüngsten hier. Wie alt bist du denn eigentlich? 12. 22. Willst du mich verarschen? Ihr seid so eine Drecksäcke! Ach nee, wir meinen das doch nicht. 22, ja, okay. Ja, ich weiß, aber dennoch. Ja, 22. Wer ist Office? 22 und psychisch krank, super. Psychisch krank bist du? Ja. Hey, deswegen schau mal, kann ich halt noch nicht arbeiten. Also ach so, also okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir jetzt nicht einfach so gesagt. Das wäre eigentlich nur ein Witz, ne? Naja, das wissen halt nicht viele. Weil es ist ein Thema, was man ungern anspricht, ne? Ja. Kenne ich aber. Aber was will man machen? Ist momentan so ein Thema, das mich generell auch beschäftigt, weil es eben auch die Mutter von meiner Freundin ist. Also, vermutlich nicht unbedingt das, vielleicht nicht dasselbe wie du, aber die ist halt auch, hat auch eine psychische Krankheit. Mhm. Und deswegen ist das so ein Thema. Bei mir sind es Ängste, oh, also zum Beispiel mit fremden Leuten sprechen, rausgehen, unter Leute gehen und sowas haben. Halt. Oh, das war knapp. Nee, ich hab mein Schild angehabt. Achso, okay. Jetzt weiß es das Internet. GG. Das hab ich schon bei ein paar Streamern gesagt, also. Ja, ich meine, jetzt überhaupt nicht auf das geachtet, was der Boss macht. Ich auch. Oh, scheiße, ich muss jetzt schon wieder. Eigentlich hat gar keiner drauf geachtet. Wir waren alle gerade ein bisschen abgelenkt. Da wollte jemand Fischstäbchen spielen, ja. Hast du gehört, du bist nicht der einzige Streamer in seinem Leben. Oh nein! Wie kannst du nur? Vor dir bin ich bei einem anderen Österreicher gewesen. Oh lol. Echt? Wieso habe ich jetzt random einen Skill gelernt? Was ist da? Achso, wegen Level Up. Ich hab Bioblaster gelernt. Oh, Bioblaster? Ja, der heißt wirklich Bioblaster. But why? Willst du noch was machen? Ich hab ja auch einen Flammenwerfer. Ja, wir könnten eigentlich, was hab ich? Das langweiligste von allem machen. Alliance Raid oder Stufensteigerung, ja. Stufensteigerung können wir noch.